Godzilla, der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 300. Episode von Godzilla, dem skeptischen Podcast. Und auch heute in dieser 300. Episode, ich sag das so gerne, in dieser 300. Episode bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa. Hallihallo, ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich auch heute zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Diese Episode ist eine Spezialfolge. Wer das möchte, kann uns jetzt auch auf YouTube zugucken und das nicht nur hören. Und die richtige 300. Folge gibt's dann demnächst mit dem ganzen Thema und auch Einspielern, die wir von euch bekommen haben. Aber in dieser 300. Episode wollen wir mit euch über die Zukunft von Godzilla sprechen und diskutieren mit euch gemeinsam, wie wir Godzilla für uns und für euch zukunftssicher machen können. Das wird konkret oder sollte konkret so ausschauen, dass nicht nur ich selbstständig bin, was Godzilla betrifft und alles, was darum herum passiert, sondern dass auch Alexander sich bald selbstständig macht mit dem Godzilla-Universum und dann sozusagen ja ein Vollzeit-Hoaxmaster ist. Genau. Das soll unserer Planung nach ab dem 01.01.2023 passieren, aber das geht noch nicht ganz, denn wir haben natürlich eine wunderbare Unterstützung von euch, aber wir brauchen noch etwas mehr Unterstützung, damit wir das tun können. Und wie kann man uns unterstützen? Man kann einen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto einrichten, das gibt's auf unserer Homepage, wird auch verlinkt natürlich hier unter der Episode, oder bei Patreon kann man uns natürlich unterstützen. Und aktuell ist es so, dass wir rund 700 Menschen haben, die uns bereits monatlich unterstützen. Da gibt es Menschen, die uns jeden Monat 1 Euro überweisen. Es gibt aber auch Menschen, die uns 25 Euro überweisen, was sehr viel Geld ist, das wissen wir. Und diese Zahl von 700 Menschen müssten wir steigern. Ehrlich gesagt, wir müssten es verdoppeln auf 1.500 Menschen ungefähr, damit das richtig gut funktioniert. Und damit ihr das einordnen könnt, diese 700 Menschen entsprechen ungefähr 2% all derjenigen, die Godzilla hören. Und das wollen wir auf 4 richtig toll werden, 5% unserer HörerInnen steigern. Und wenn jeder das runterladen würde, dann könnten wir Porsche fahren, Häuser kaufen oder sonstige Dinge. Wobei wollen auch, wir denn Porsche fahren? Nein, natürlich, große Autos will man nicht mehr fahren. Das heißt, ihr seht also, von 2 auf 4 bzw. 5% unserer HörerInnen, das wäre super. Wir würden auch Updates euch demnächst mal geben, wie sich das entwickelt. Und tatsächlich 1 Euro im Monat hilft uns da schon richtig toll. Das wäre wunderbar, wenn ihr das machen könntet. Und wir müssten, denke ich, so bis Oktober zumindest eine Tendenz sehen, dass ihr sagt, wir gehen da mal mit, wir unterstützen die Godzillas dabei, damit wir dann auch entsprechend meine Selbstständigkeit vorbereiten können. Genau, das ist der Plan, denn wir haben in letzter Zeit wirklich viel darüber gesprochen hier unter uns und geplant und überlegt, wie wir das denn alles gestalten können in Zukunft. Denn was sich abgezeichnet hat, was nicht mehr geht, ist, dass die Doppelbelastung besteht mit einem Vollzeitjob und allem, was Godzilla betrifft, was ja auch inzwischen einen ziemlich großen Raum einnimmt in unserem Leben. Und da ich ja schon seit einigen Jahren dank eurer Unterstützung selbstständig bin, war eben der Plan zu sagen, auch Alexander macht sich selbstständig. Das ist so die Art und Weise, wie wir die Zukunft von Godzilla sehen mit eurer Unterstützung. Und wir wollen einfach noch viel mehr Zeit auf dieses Projekt verwenden können. Wir wollen einen regelmäßigen Sendeplan. Wir wollen Redaktionssitzungen, in denen wir wirklich auf lange Sicht die Themen planen, Gäste einladen können und nicht immer nur die Folgen so geknubbelt am Ende des Monats dann rausbringen, weil uns die Zeit davon läuft, sondern wir wollen ein bisschen langfristiger und detaillierter planen können. Das heißt, ihr bekommt weiterhin qualitativ hochwertige Podcast-Folgen im Godzilla-Universum. Ihr bekommt weiterhin unsere Vorträge und Workshops und alles, was damit zusammenhängt, Hörertreffen und so weiter. Aber wir haben wesentlich mehr Planungssicherheit und Möglichkeiten und Spielräume, das alles zu gestalten. Denn die Alternative wäre tatsächlich, dass ich mich für irgendeine Seite entscheiden muss. Ich kann nicht mehr beides machen und ich möchte mich eigentlich gerne dafür entscheiden, wo mein Herz schlägt, und das wäre Godzilla. Und jetzt sprechen wir euch an und sagen, unterstützt uns, oder mehr von euch mögen uns doch bitte mehr unterstützen. Denn was wären denn die Alternativen? Es gäbe ja Alternativen. Wir könnten Godzilla
exklusiv verkaufen an irgendwen und hinter eine Paywall verschwinden. Das würde unter Umständen klappen, das wollen wir aber nicht. Kommt nicht in Frage. Wir wollen, dass Hoaxilla, so wie wir es immer seit Jahr und Tag auch im Abspann drin haben, für alle Menschen kostenfrei verfügbar ist. Wir wollen auch nicht mehr oder ganz regelmäßig Werbung im Podcast schalten. Auch das finden wir nicht gut. Das ist auch ganz, ganz schwierig, Werbepartner finden, die wirklich für uns auch geeignet sind. Und es ist für die HörerInnen natürlich auch nicht so angenehm. Also auch das ist nicht so wirklich eine Alternative. Deswegen ist es so wie so ein GEZ-Modell. Und da zuckt vielleicht der ein oder andere oder auch nicht. Aber wenn ein paar, nochmal 4-5% der HörerInnen uns ein bisschen was im Monat geben, können wir für alle anderen, für 95% unserer HörerInnen dieses Angebot vorhalten. Natürlich arbeiten wir auch an anderen Sachen weiter. Ihr müsst uns nicht unser ganzes Leben finanzieren. Aber wir hätten sozusagen ein Grundrauschen, was für alle Hoaxilla verfügbar macht und all diejenigen, die es immer wieder gibt, die uns auch schreiben und sagen, ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Und wenn wir die aktuelle Weltlage uns anschauen, 2022, vielleicht werden das auch mehr Menschen, die damit ein Problem haben, dann ist das komplett nachvollziehbar. Trotzdem sollen auch diese Menschen in der Lage sein, Hoaxilla zu hören. Und vielleicht gibt es ein paar Leute, die sagen, komm, 1 Euro oder auch 2 Euro im Monat, die habe ich auch noch über. Und dann könnt ihr das mitfinanzieren. Das wäre unser Wunsch, unser Ziel, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Und damit hätten wir auch die Chance, Hoaxilla zukunftssicher zu machen und weitere 300 Folgen zu machen und so Dinge wie Ferngespräch und alles, was so dranhängt, Hörertreffen. Wir haben dann einfach mehr Zeit, sowas zu organisieren. Und am Ende des Tages haben wir auch mehr Zeit, auf euch einzugehen. E-Mails bleiben nicht mehr so lange liegen. Wir können vielleicht auch öfter auf E-Mails antworten, denn das ist im Moment wirklich ganz, ganz schwierig, das auch noch hinzubekommen. Und da würden wir gerne mehr den Fokus drauf richten. Ja, das klingt jetzt vielleicht ambitioniert, aber ich bin ganz sicher, dass wir mit eurer Hilfe, dass wir alle zusammen als Community Hoaxilla zukunftssicher machen können. Und ich freue mich einfach schon wahnsinnig auf die kommenden Jahre, auf viele anregende Gespräche, auf interessante Podcast-Folgen und Themenrecherchen. Und danke euch da draußen für eure Unterstützung. Genau, und in den nächsten Monaten werden wir euch darüber informieren, wie so der Fortschritt ist, so ein bisschen Gamification, und dann können wir gemeinsam ja sehen, ob das gelingen kann. Es wäre ein Traum, Hoaxilla beruflich machen zu können und beruflich Menschen aufzuklären. Das wäre das, was wir gerne machen wollen. Und am Ende dieser Episode, 300 die erste, bleibt natürlich eine Sache nur zu sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Hoaxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von 1 Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf hoaxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.